Leverkusen gespielt. Ihr Ziel ist noch unklar. Der Schwede. Das ist eine gute Wurfchance für Thomayer, aber die erste richtig gute Parade von Fair. Gute Abwehraktion, aufmerksame Abwehraktion der Flames, die jetzt direkt Tempo gehen können. Auf der anderen Seite schön rausgespielt. Und der erste Treffer der Partie durch Akwunedu. Schöner Schlagwurf von der Ex-Leverkusenerin. Passt Benzam Auerbach diesmal besser auf. Die Chance Tempo trainiert mit der zweiten Welle. Gute Bewegung und Nasser ist auf ihrem Posten. Erste Parade. War eine gute Wurfchance, aber Nasser hatte die Ecke gerochen. Auf der anderen Seite Leuchter steigt mal wieder höher als alle anderen und trifft in ihrem Abschiedsspiel zum ersten Mal. Konnten alle gewonnen werden. Ich habe bereits angesprochen, die letzten zwei jeweils mit einem Tor. Also das Momentum ist ganz klar auf Seiten der Gäste. Und der nächste Treffer, der erste von rechts außen, Amelie Berger. Geht direkt Tempo, risikoreicher Ball, der kommt irgendwie an. Keusch schleudert den dann irgendwie oder stößt den so ein bisschen Richtung Tor. Ich weiß gar nicht, war auf jeden Fall keine richtige Wurfbewegung. Oh, schön gespielt. Und da schleppt die uns aber Nasser mit einer richtig guten Parade. Abschlusssituation zu bekommen. Leuchter, super Pass rüber, fällt. Der Winkel ist riesig. Aber auch Fair ist auf der anderen Seite da und pariert eine hundertprozentige Aktion. Macht das weiter nicht gut, greift auch die Halbe ein bisschen hoch an. Das ist kein Foul für die Schiedsrichter. Nasser fängt den Ball sogar. Lopez Tor ist wieder leer und der Ball ist wieder drin. Also es ist auf der Handballplatte wieder ein normales 7 gegen 7. Das ist ein guter Winkel, das ist eine gute Wurfchance für Soffel. Was die anderen Partien im Abstiegskampf angeht, ist es noch relativ eng. Union Neckarsulm liegt aktuell mit 2 Toren gegen Solingen-Gräfrath hinten. Aber auch wer die Klasse hält und welches Team runter muss. Auf der anderen Seite Soffel, nächster Superwurf. Die Gäste bleiben dran. Entscheidend. Halten. Und auf der anderen Seite, das geht zu einfach. Und rechts außen ist er immer wieder frei nach dem Durchbruch. Kriegt eine gute Wurfchance. Auf der anderen Seite Lopez bricht durch, scheitert aber am Posten. Und auf der anderen Seite rettet die Latte ebenfalls für Leverkusen. Gut gehalten, Bensheim geht Tempo auf der anderen Seite. Schöner Schlagwurf, Nasser geht rund oben ein. Guter Wurf. No-Look-Versuch. No-Look-Passversuch kommt nicht an, aber auf Umwege kommt der Pass auf rechts außen. Der Float auf Thomayer. Idee ist gut auf Ingenpass, Pass kommt aber nicht an. Auf der anderen Seite Bensheim geht Tempo. Und Akwunedu trifft zur erneuten Führung für die Gäste. Ball ist raus, Leverkusen geht Tempo über Lopez, über Terfloth, die springt durch, aber eine super Parade von Vanessa Fehr. Ich glaube, vor allem Viola Leuchter würde jetzt im Spiel der Elf wieder richtig gut tun. Genau mit so Aktionen, ihr dritter Treffer heute. Wilder Pass rüber auf Kaufmann, Andresen, Leuchter. Super Bewegung von Thomayer. Ging Fair und Fair pariert. Zu hundertprozentiger Sicherheit klar zu haben. Benzheim im Anwurf. Super Durchbruch von Friedberger. Erhöht auf 14 zu 11 zum ersten Mal in der Partie. Benzheim geht Tempo, da stimmt die Abstimmung nicht von Leverkusen. Kommann bleibt weiter auf der Mitte. Thomayer weiter auf der Bank. Lopez, Wurf. Fällt irgendwie rein. Hatte Pferd auf dem falschen Fuß erwischt. Das erste Tor für Leverkusen in der zweiten Halbzeit. Super gespielt von Bensheim auf der anderen Seite. Berger, guter Winkel. Das ist wieder nicht gut verteidigt im Rückzug von Leverkusen. Von 2011 bis 2016 auch das Trikot der Leverkusenerin getragen. Genauso wie ja ihre Trainerin auch. Ja, wie es im Interview vorher auch schon angesprochen hatte. Jetzt 1 gegen 1 mit Lopez, hätte er vielleicht außen durchgehen können. Leuchter nimmt den Wurf von 9 Meter und trifft ihn. Mit Kontakt. Leuchter mit diesem vierten Treffer, aber auf der anderen Seite wieder super gespielt. Und der nächste einfache Treffer, Isabel Hurst mit ihrem ersten Treffer.
Hat den Wurf da auch echt schwer gesehen, hat dann noch ein bisschen Glück im Stellungsspiel. Parade ist da und die Flames haben die Chance auf 6 Tore wegzuziehen. Kretschmer, der ist drin mit Kontakten, das wird die 2 Minuten Strafe geben für Marie Teusch. Gucken, wie sie das ausspielen. Geduld ist da einmal gefragt. Das ist super gespielt, Friedberger Riesenwinkel. Da fehlt dann auch irgendwie ein bisschen an die 7 Tore vorn, 21 Minuten. Das wird richtig, richtig schwer für Leverkusen, um erstmal aus dieser Negativphase rauszukommen und dann wirklich mit einem positiven Trend nochmal das Spiel umzudrehen. Ich habe einen Rückraumwurf, das sind bisher die einzigen Möglichkeiten, wirklich Leverkusen in der zweiten Halbzeit konsequent bekommt. Leuchter Lopez. Da fehlt dann jetzt wieder weiter ein bisschen die Tiefe. Thomayer, da ist die Tiefe, da ist das Tor. Gerade angesprochen. Naizinavicius ist nicht drauf. Und direkt fehlt im Angriff ein bisschen Tiefe, fehlen die Ideen. Friedberger Berger nimmt sich den Wurf eingelaufen, der fällt rein. Nasser war noch dran, kann ihn aber nicht mehr entscheidend abwehren. Doch, da bricht sich schon wieder super durch, scheitert aber Nasser. Lopez hat super gespielt, Sousa, großer Winkel, bekommt da Kontakt. Aber scheinbar nicht genug für die Schiedsrichter. Super Pass, super TG-Pass. Und auf der anderen Seite Dion Wissar trifft. Mal sehen, wie Michael Winkler sich entscheidet. Lopez mit Tempo, guter Wurf, gutes Tor. Fair ohne Chance, das hätte Leverkusen vielleicht auch noch besser hinbekommen müssen. Lopez öfter in diese... Das ist eine super Bewegung von Akbunedu. Super Spin-Move. Thomayer, jetzt passt natürlich nicht so ganz, weil Thomayer als Rechtshänderin auf Rückraum rechts ist. Leuchter als Linkshänder auf der Mitte. Passt nach außen, gut auf Fade und die scheitert an Fair. Mia Zirke und Josi Dingeldein. Das ist ein super Schlagwurf von Thomayer. Ein richtig guter Schlagwurf. Thomayer geht nochmal durch, nochmal super Bewegung, nochmal Tor. Für die Kapitänin. Wird runtergespielt. 3, 2, 1. Dann ist das Spiel vorbei und die Saison 2023-24. Bensheim-Auerbach gewinnt 30-23 bei Bayern 04 Leverkusen.